Ja! Willkommen zurück zum dritten Teil unseres Let's Play. Ich würde es nicht Let's Play nennen. Wie würdest du es nennen? Ich würde es schon ein Let's Play nennen oder ein Let's Walkthrough, aber... Let's Call. Let's Play ist schön. Okay. Na, hier sind wir jetzt im dritten Level des Spiels. Es heißt Jolly Roger Bay. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ich glaube schon. Ich schau mal schnell nach. Ja. Danke Internet, dass jeder alles ist. Genau. Und bei diesem Level-Ding denke ich immer an so ein Piratenthema, weil ehrlich gesagt, da ist ein Schiff. Aber das ist schon alles. Also im Grunde ist es, kann man nicht wirklich sagen, es ist ein Piratenlevel, aber naja. Ist ein Schiff da! diese Kreatur, wie sagt man, ein Aal. Das sind Aale, ja. Ja. Und der hat auch einen gewissen Namen. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Der fängt mit einem U an. Und im Grunde, also als ich das erste Mal das gespielt habe, habe ich nie rausgefunden, wie man ihn aus dem Loch da kriegt. Aus dem Schiff eben. Mhm. Und im Grunde ist es ganz einfach. Man muss sich bloß nah genug an ihn rangehen. Und ihn dann, naja, dann zurück an die Oberfläche schwimmen. In dem Moment wird er dir eben aus dem Loch da rausschwimmen. Mhm. Und jetzt bin ich im Schiff und ich muss eben in der richtigen Reihenfolge diese Schatztruhen öffnen, was mir im ersten Versuch leider nicht gelingt. Es tut mir leid. Aber im zweiten Versuch, glaube ich. Oder auch nicht. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Es ist die Jolly Roger Bay. Ah, toll. Dann habe ich ja richtig verhalten. Na, weil die Levels haben manchmal sehr einfache Namen, aber manchmal, naja, so wie zum Beispiel, da gibt es so ein Level, ich krieg einfach nicht ausgesprochen. Was ist denn im Level? Was sagst du? Um was handelt der Level dann? Vielleicht weiß ich den Namen ja noch. Nein, ich weiß bloß, dass es ein Level gibt, der einen komischen Namen hat, den ich weiß jetzt nicht welchen. Ah, okay. Nein, wirklich, ich habe keine Ahnung mehr. Wir werden bald dazu kommen, aber lass dich mal kurz überlegen. Das wäre im Grunde... ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Tut mir leid. So, und jetzt in der zweiten Mission, da versuche ich eben den Aal wieder... Also es geht wieder um den Aal. Und ich versuche den Aal jetzt aus seinem Loch wieder rauszukriegen. Mhm. Ehrlich gesagt, ich hasse diesen Level. Ich hasse ihn. Und ich wollte gerade sagen, ehrlich gesagt, ich mag keine Wasserlevel, aber die Musik dort lässt mich immer wieder zurückkehren. Ja, okay, da gebe ich dir recht, aber sogar die Musik hier verhilft mir nicht. Ich habe nicht besonders viel Lust, diesen Level wieder zu spielen. Also einfach die Schwimmung. Ja, sag. Da macht Musik bei mir immer einen ganz großen Teil mit. Wenn ich die Musik einfach geil finde, dann muss ich es auch wieder spielen. Ja, das stimmt. Dann, bei manchen Spielen, bei manchen Spielen ist das auch bei mir so. Aber hier, nein. Ah, dieser Aal, der geht mir wirklich auf die Nerven. Aber das ist eben, ja genau. So, jetzt schwimmt er aus seinem Loch raus und jetzt muss ich eben an seinen Schweif gehen. Seinen Schwanz fassen. Ja. Ja, genau. Ich würde lieber Schweif sagen, weil... Auch wenn... Nein, was sage ich da? Und seine Schwanzflosse! Schwanzflosse! So, Wasser ausgedrückt und nicht zweideutig. Was war denn da zweideutig? Ich habe nichts gesagt. Kannst du mir das bitte erklären, was da zweideutig war? Wir spielen. So, und in der dritten Mission versuche ich... Ich weiß es nicht mal. Ich muss mal ein bisschen aufpassen hier. Ach ja, hier versuche ich jetzt in die geheime Kammer zu gelangen. Und dort gibt es wieder Schatztruhen, die ich öffnen muss. In der richtigen Reihenfolge. Und gleichzeitig habe ich hier Leben. Also, etwas, was mich wirklich, wirklich stört, ist eben die Größe der Pilze, die man hier sammeln kann. Also die Level, die One-Ups hier. Die sind... Ja, die sind relativ klein. Die sind... Das ist ja mikroskopisch. Tut mir leid, aber... Warum so klein? Das sieht doch...
Man soll sie doch gut kriegen. Ja, stimmt. Wenn sie so klein sind, sind sie etwas schwerer zu kriegen. Okay, aber... Das, ja... Keine Ahnung. Hat mich immer ein bisschen gestört, wenn ich gespielt habe. Oh, Elektroschock. Und wieder ein Elektroschock. Ach. So läuft das. Und wieder, wie immer, verstehe ich die Kamera nicht und kriege wieder einen Elektroschock. Mann, oh Mann, oh Mann. Es ist gerade, es ist ja vorausgesetzt, dass man sich hier ein wenig, wehtut mit den Elektroschocks. Ja, Trial and Error. Ja, genau, Trial and Error. Sagst du Trial and Error? Trial and Error. Ah, okay, ich hatte verstanden. Versuch und Fehlschlag. Ja, genau, Trial and Error. Ja. Mhm. Ich glaube, wir sollten uns nicht an einen englischen Let's Play versuchen. Das wäre jetzt ein bisschen schwer. So, im vierten Level versuche... Kommt Zeit, kommt Rat. Was sagst du? Kommt Zeit, kommt Rat. Wow, was heißt das denn? Ein deutsches Sprichwort. Mit der Zeit sehen wir das. Genau. So, in der Mission versuche ich eben mit der Kanone, die sich hier aus dem Wasser emporsteigt, versuche ich jetzt an eine gewisse Plattform zu kommen, die sehr schwer zu erreichen ist. Und ich mache hier einen coolen Trick. Mario ist ja Fuck hier. Mario, wie der auf dem Spitzen. Mario ist ein Fuck hier, wie der auf dem Spitzen Ende der Stalagmiten herumbalanciert ist mit der Hand. So, und du wirst dich, ja. Das ist schwer. Ich finde, das ist nicht der einfachste. Genau, wie zum Beispiel jetzt, ich bin diesem Stalagmit runtergerutscht. Stalagmit, ja. Ja, die nach unten zeigen, sind die Stalaktiten, nicht wahr? Mhm. Ja, und die unten sind Stalagmiten. Was überhaupt keinen Sinn macht, weil wir in keiner Höhle sind. Das stimmt. Ja, wirklich. Was sind die Dinger? Keine Ahnung. Durch Erosion entstanden Gesteinssäulen. Keine Ahnung. Diese Erosion möchte ich gerne im Zeitraffer sehen, ehrlich. Mhm, ich auch. So, also wie gesagt, ich habe wirklich keine Ahnung, wie die Kamera hier funktioniert. Deshalb ja, die Kamera, von der habe ich auch immer Krätze bekommen bei Mario 64. Wie gesagt, ich hatte etliche Versuche unternommen. Aber eigentlich hättest du ja auch versuchen können, den rechten Stalagmit einfach anzuschießen. Keine Ahnung, ich hab gedacht, der wäre etwas zu weit weg entfernt. Also zu weit entfernt. Mhm. Ich hab den Stern, mach nix, enough said. Blast to the stone pillar. So, weiter geht's. Und den nächsten Stern ist... Ja! Oh, die roten Coins. Im Grunde, ja, die roten Münzen. Ja, die roten Münzen. Hier gibt's auch ein Level, den ich im Moment nicht machen kann, weil mir eine Kappe fehlt, nämlich die Metallklappe, glaube ich. Die Metallkappe, tut mir leid. Mhm. Die mich ja zum Metal Mario verwandelt. Im Moment habe ich die nicht. Aber ich habe einen Speedrun gesehen, in dem der Spieler, ja genau, an diesem grünen Block kann man sehen. Ich habe einen Speedrunner gesehen, der hat es fertiggebracht, durch den Strudel hindurch zu schwimmen und zum Stern zu gelangen. Weil sich der Stern eben im Strudel befindet und man als Metal Mario eben leichter da rankommt. Mhm. Ja, ich habe es aber nicht versucht, weil... Ja, das ist etwas, was ich an Spielen dieser Generation noch sehr cool finde. Nämlich die Grenzen auszuloten, wie weit man irgendwo noch hinkommt oder was man alles erreichen kann. In-game, nicht geplant, aber einfach weil die Spiele noch nicht stabil sind. Ich sag mal, so weit perfektioniert wurden, wie es das heute ist, wo man fast nicht mehr vom Weg abkommt und wo solche Self-Tries einfach schwieriger sind. Und das werdet ihr auch noch in einem meiner Let's Plays sehen, wie ich das ganz gerne mache bei Crash Bandicoot. Oh ja, Crash Bandicoot. Ja, also für die zuschauen, unser nächstes Let's Play
Und das ist von Pit eben. Parallel Play wahrscheinlich. Ja, parallel. Also wir fangen ja bald an, aber im Moment haben wir jetzt mit Super Mario angefangen. Aber der nächste Let's Play, das ja parallel verlaufen wird, irgendwann in der Zukunft, in der nahen Zukunft, werden wir eben Crash Bandicoot spielen. Und darauf freue ich mich, weil. Vortex Strikes Back. Yes. Aber jetzt spielen wir Mario. Und wie gesagt, was tue ich wieder hier? Ah ja, die roten Coins. Und gleichzeitig versuche ich 100 Coins zu sammeln, weil. Genau, weil in diesem Level ist es sehr. Aua, das hat weh gesagt. In diesem Level ist es sehr schwer, 100 Münzen zu sammeln, weil man wirklich alle braucht. Alle, die im Level verstreut sind. Insbesondere diese blauen Coins, die ich jetzt aus dem Nirgendwo. Aua, hervorbeschwöre. Und wie gesagt, ich muss sie schnell einsammeln, weil da läuft die Zeit ab. Ein Zeitlimit ab. Weil wenn man die blauen Münzen nicht sammelt, ist es unmöglich, 100 Coins zu sammeln. In anderen Levels ist das nicht der Fall. Da hat man wirklich genug Coins, die man sammeln kann. Aber in diesem Level sind sie ein wenig, sind nicht viele da. Ehrlich gesagt, ich mag es nicht, 100 Coins zu sammeln. Ich mag es nicht, wenn man so viele so Objekte sammeln muss, um eine Belohnung zu bekommen. Ich mag das dann nicht. Dann wird dir wohl kaum Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Donkey Kong 64 und die meisten anderen Spiele von Rareware gefallen. Also es hängt davon, also das hängt jetzt von der Art und Weise ab, wie man ja, sammelt. Ja, genau. Also hier muss man in jedem Level. Also kann man in jedem Level 100 Coins sammeln und einen geheimen Stern bekommen. In Banjo-Kazooie hat man eben diese Puzzleteile, die man bekommt, wenn man eine Mission beendet. Und Banjo-Tooie waren die Puzzleteile, die man Puzzle bringen musste. Und was man ja aber in Banjo-Kazooie schon sammeln konnte, waren die Noten und noch viele andere Sachen. Ja, also ich mag Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie, das sind auch meine Lieblingsspiele und die werden wir sicher irgendwann die befinden sich auf unserer Liste. Auf meiner Liste. Ich habe hier direkt neben mir stehen, neben meinem Nintendo 64. Ah, du gibst mir sowas von. Ich muss dich mal besuchen kommen und auf deiner Nintendo 64 spielen, weil ich möchte gerne dieses Gefühl haben, auf einer 64 zu spielen. Nee, wie gesagt, auf Banjo-Kazooie mag ich trotz allem, weil es ist eben ein Jump'n'Run, wo man viele verschiedene Aktionen und Moves hat und wirklich eine gute Kontrolle hat, tolle Grafik, tolle Musik. Also mir gefällt es trotz allem, auch wenn das Sammeln von Noten ein bisschen auf den Keks geht, aber. Und es ist der tolle, kranke Stil von Rareware, das liebe ich an dem Spiel. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, ob du. Hast du Conker's Bad Fur Day gespielt? Nein. Oh, ich habe da schon davon gehört, tut mir leid. Ich habe es leider auch noch nicht gespielt, aber das steht auf meiner To-Buy-Liste für Nintendo 64. Aber da ist man unter 100 Euro nicht dabei. So, wir nähern uns dem Ende dieses Levels. Im Grunde. Das ist witzig. So eine Welt wie diese hier heißt im Grunde Course. Im Original. Und eine Mission heißt Level. Ja, das trägt ein bisschen zur Verwirrung bei, aber ja, funktioniert. So, was zum Beispiel an Super Mario 64 besser gefällt, wiederum wie bei Super Mario Galaxy, ist, dass man bei Super Mario 64 kann man mehrere Sterne während einem Durchgang im Kurs sammeln. Ja, genau. Bei Super Mario Galaxy hat man immer eine Mission. Oder man kann auch einen anderen Stern sammeln, je nachdem, in welcher Mission man ist, einen geheimen Stern. Aber dann muss man noch einmal frisch reingehen, um den anderen einzusammeln noch. Hier ist mein berühmter versteckter Stern, den wohl jeder kennt. Im Grunde sind es zwei. Ja, weil, man kriegt ja einen für die Vollendung, aber man kriegt einen zweiten, wenn man unter 21 Sekunden unter 21 Sekunden schafft, was mir nicht gelungen ist. Nee. Aber, ja, ich mache das immer, indem ich einfach an der Stelle, wo keine Mauer ist, da springe ich runter. Bist du wahnsinnig? Und dann lande ich auf der Plattform unten drunter. Hast du Selbstmordvorstellungen? Das ist ja ultra schwer.
Das geht. Ja, okay. Ich wollte halt mal versuchen, das läuft. Okay. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.